Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex und heute mit dem kleinen Bitcoin-Spezial. Ich habe es euch bereits erzählt, es steht ein neuer Wochenreport vor uns. Heute ist Sonntag, der 17. September 2017 und natürlich steht diese Woche der Bitcoin so ein bisschen im Fokus. Was ist da bloß passiert, dass er so viel an Vertrauen verloren hat beziehungsweise so viel Kursverluste hinnehmen musste? Es gab ein Auf, ein Ab und irgendwie hat er sich noch immer noch nicht so recht entschieden, in welche Richtung es jetzt gehen soll. Viele von euch sind verunsichert. Wie soll ich mich jetzt verhalten? Und auf all das gibt es heute zumindest eine persönliche Meinung von mir. Ihr könnt sehr gerne natürlich ergänzen, wie ihr die Situation seht, ob ihr es vielleicht ganz anders seht. Da bin ich mal gespannt. Okay, also kurz gesagt, ein kurzer Wochenrückblick. Ich werde heute keinen Chart aufmachen. Ich werde heute nicht mit euch gucken, wie die Kurse stehen. Das habt ihr sicherlich selber schon leider miterleben müssen. Stattdessen werde ich mal mit euch auf die Thematik eingehen, warum ist das passiert und inwiefern hat JP Morgan damit zu tun. Ihr habt wahrscheinlich schon ein bisschen darüber lesen können. JP Morgan, ich erzähle euch kurz, wer ist das, was ist das und vor allem, wer ist Jamie Dimon. Und darüber hinaus die Antwort auf die Frage, die ihr euch vielleicht stellt, wie soll ich mich eigentlich richtig verhalten, wie verhält sich Alex in so einer Situation. Ja, bevor wir damit starten, gucken wir uns natürlich trotzdem einmal kurz und knapp an, was CoinMarketCap so sagt. Wir gehen mal rauf. Und ich mach's mal groß, jawohl. Also, aktuell sieht es so aus, dass der Bitcoin bei 3.500 US-Dollar steht. Bitcoin ist knapp gefolgt von Ethereum und von Bitcoin Cash. Insgesamt sehen wir schon ein paar grüne Zahlen wieder, allerdings einstellig. Und demnach natürlich viel zu wenig für uns alle. Wir müssen aber abwarten. Viel spannender ist natürlich die Frage, gehen diese Aufs und Ups jetzt so weiter oder wird sich der Bitcoin jetzt einmal entscheiden? Und in welche Richtung entscheidet er sich? Wichtig dafür zu wissen, warum ist das so weit gekommen? Der Bitcoin an sich hat jetzt keinen großen Skandal hingelegt. Es geht mehr um die Menschen darum, die das Ganze so ein bisschen beeinflussen können. Da war zum einen das Thema mit China. China hat angefangen, wie vor einigen Jahren schon einmal oder vor einigen Monaten, darüber zu reden, gewisse Sachen regulieren zu wollen. Angefangen dann mit einem Verbot für neue ICOs und der Ansage, dass es extreme Regulierung geben soll. Dass also nicht mehr jeder Mensch, der möchte, einfach so ein ICO starten kann, sondern dass da gewisse Regeln dran geknüpft sind. Darüber hinaus hat der China gesagt, okay, solange bis wir da die richtigen Regeln aufgestellt haben und die wirklich alle erfüllt sind, müssen all die Banken, die jetzt schon ICOs gemacht haben in jüngster Vergangenheit, müssen erst einmal schließen, sich offline setzen im Internet und erst einmal dafür Sorge tragen, dass das Ganze umgesetzt wird, was vom chinesischen Staat vorgegeben wird. Und erst wenn diese Bedingungen erfüllt sind, darf die Börse wieder online gehen. Es gibt zwei Ausnahmen, das hat auch dazu geführt, dass es ein bisschen Entspannung gab. Und zwar war eine der größten Börsen Yunbi und eine andere, die heißt OKCoin oder OK, irgendwas in der Richtung. Diese beiden Börsen wurden davon befreit, weil sie bislang keine ICOs über ihre Plattform haben abwickeln müssen oder abgewickelt. Das also erstmal dazu, das war das eine Thema, was natürlich extrem für Unsicherheiten sorgt. Das dezentrale Kryptosystem, nach dem wir uns alle sehnen, wird plötzlich vom zentralen Staat und auch noch von einer großen Republik wie China einfach so ausgehebelt und es werden plötzlich Regeln gestellt. Das gibt natürlich allen Anlegern, die sowieso noch nicht so richtig überzeugt sind, ob das Ganze in Zukunft auch über Früchte trägt. Natürlich neues Öl in die Flamme, dass sie sagen, okay, scheiße, ich gehe da mal schnell raus, ich habe Angst um mein Geld, ich lasse es lieber erst einmal sein, das ist ja eh alles nur eine Blase. Und ja, das wurde darüber hinaus verstärkt durch die größte oder die zweitgrößte Bank der Welt oder das größte Bankenhaus und zwar durch die Bank JP Morgan. JP Morgan ist ein Mann, also JP steht für, ich schaue mal gerade selbst rein, können wir mal gemeinsam arbeiten. JP Morgan, Wiki, gehe ich mit euch ins Wikipedia rein, ist nach einem Herren benannt und zwar John Pierpont Morgan. Ja, wir gehen mal rauf, so sieht der Herr hier aus. Hat damals als Unternehmer unter anderem eben diese Bank gegründet und vor einigen Jahren ist dann diese Bank JP Morgan mit der Chase Bank zusammengekommen. Es gab eine große Fusion. Ich gucke mal gerade, ob sie irgendwo auch steht. Sonst müsst ihr mir einfach mal Glauben schenken. Ja, ich guck mal gerade. Nee, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Doch hier. Aber 1899 wurden die ersten europäischen Anleihen am US-Markt eingeführt. Das Bankhaus selbst fusionierte 2000 mit der Chase Manhattan Bank zur JP Morgan Chase & Co. Das erstmal dazu, also es will euch jetzt nicht langweilen mit irgendwelchen Geschichten von Bankenhäusern, aber diese Bank ist eine der größten auf der Welt und zu ihr zählen auch sehr, sehr viele Banken.
Und dementsprechend ist natürlich wichtig, wenn der Chef von dieser Bank, der Geschäftsführer, der CEO, der heißt Jamie Dimon, er hat in den letzten Tagen ein extremes Wort verwendet. Und zwar hat er gesagt, der Bitcoin sei Betrug, is a fraud. Und damit stellt er halt das gesamte Konzept in Frage. Er behauptet offiziell in verschiedensten Statements und Interviews, dass der Bitcoin eine Seifenblase wäre, die irgendwann platzt, dass das alles einfach nur eine Geschichte ist, die nur eine gewisse Zeit läuft und danach wird sie für immer verschwinden. Es ist alles Geldverschwenderei und die Leute sollen aufhören, in diese neumodischen Investments zu investieren. Sie sollen lieber Angst davor haben und sich nicht betrügen lassen. Klar, wenn der Chef der größten oder des größten Bankenhauses überhaupt sowas sagt, dann nehmen das viele Anleger ernst, gerade Leute, die vielleicht sogar mit der JP Morgan Bank zusammenarbeiten, Unternehmen oder Großinvestoren. Ja, und die kriegen dann natürlich, wenn er sowas offiziell bekannt gibt, Angst und meiden dann eventuell ihre weiteren Investments. Jetzt ist allerdings Folgendes aufgeploppt und das geht dann auch schon ein bisschen in meine Richtung. Und zwar habe ich jetzt den netten Herrn hier ein wenig überführt und möchte mal auch gerne wissen, was ihr dazu sagt. Es gibt nämlich Folgendes. Dieser Mann behauptet auf der einen Seite, der Bitcoin sei der größte Betrug, den es gibt. Auf der anderen Seite ist gerade jetzt bekannt geworden, dass die JP Morgan Bank in Schweden zum Beispiel extrem viel Bitcoin gekauft hat. Über verschiedene Bankenhäuser wurden Bitcoins gekauft in großen Werten und das Ganze findet ihr hier beim BTC Echo. Da seht ihr, dass diese Bank extrem investiert hat in Bitcoin. Also liegt es irgendwie auf der Hand, dass es entweder so war, dass der Geschäftsführer nichts davon wusste, was da in Schweden passiert, oder dass da ein anderer Plan dahinter steckt. Und ich will jetzt keine große Verschwörungstheorie hervorrufen, aber ich finde es schon spannend, wenn man sich mal ein bisschen mit beiden Seiten beschäftigt. Einmal mit dem, was er sagt und einmal mit dem, was er macht. Und darüber hinaus gucken wir uns gleich einmal eine coole Liste an, die ihr auch alle nachvollziehen könnt bei Wikipedia. Hier geht es also darum, erst einmal, der Bitcoin wird gekauft, obwohl er doch eigentlich ein Betrug wäre. Wie blöd ist denn ein Bankenhaus, dass das Geld investiert in eine Sache, die vom Chef als Betrug dargestellt wird? Das geht ja schon fast in die Richtung, dass sie sich gegen ihren Chef auflehnen würden, wenn das wirklich so wäre, dass er nichts davon weiß. Und jetzt gibt es zwei Szenarien. Einmal, es ist so, er weiß wirklich nichts davon, dann wird das sicherlich Konsequenzen haben, dass das hier aufgeploppt ist. Oder es hat andere Gründe, warum er sowas erzählt. Und was für Gründe es haben kann, da spekuliere ich heute mal mit euch gemeinsam. Und zwar gucken wir uns einmal an, dass die Liste der global systemrelevanten Banken, die zur JP Morgan Chase Gruppe gehören. Also all das, was ihr hier seht, sind sozusagen Töchter der JP Morgan Chase Gruppe. Und hier sind ganz, ganz viele Bankenhäuser drauf, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt. Bank of America, Group, BPCE habe ich noch nie gehört, aber zum Beispiel kenne ich die ING Bank. Ich habe auch schon mal gehört von der Santander Bank und vielen, vielen anderen Banken, UBS, UniCredit Group und so weiter. Und wir sehen hier einmal, also das sind Kooperationspartner, teilweise hundertprozentige Töchter oder eben auch Handelspartner von JP Morgan. Und wir sehen gleich, dass diese Banken seltsamerweise bei Ripple auftauchen. Wenn wir mal hier unten schauen, dann seht ihr mal die Mitglieder, die bereits sich für Ripple interessiert und entschieden haben und Ripple schon nutzen. Klar, Ripple basiert jetzt nicht 100% auf der Blockchain-Technologie, aber dieser Betrugsvorwurf geht nicht in Richtung Blockchain, sondern er geht ganz besonders speziell auf den Bitcoin und auf das ganze System, dass also Geld irgendwie durch virtuelle Dinge ersetzt werden soll. Also zieht auch Ripple damit rein. Nur was mich dann fraglich stimmt ist, warum sehen wir hier zum Beispiel eine Santander Bank, eine UniCredit Group, eine UBS Bank, wenn wir auf der anderen Seite sehen, dass sie sich bei Ripple offiziell dafür bekannt oder dazu bekannt geben, mit Ripple zusammenzuarbeiten. Macht doch mal eure eigene Meinung. Ich finde das relativ fragwürdig, das Ganze. Und mir kommt dann nur folgende Idee in den Kopf, was dahinter stecken könnte. Und zwar habe ich schon auf dem Twitter-Account bekannt gegeben heute, dass es ein Statement gibt, in dem gesagt wird, die JP Morgan Bank hat nur einen Grund gesucht, um endlich wieder schön günstig Bitcoin einkaufen zu können. Und dadurch, dass sie jetzt eben angefangen haben mit dieser Gerüchtestreuerei und mit dieser Angstmacherei, ist es eben sehr, sehr stark auf den Kurs oder hat sich auf den Kurs übertragen. Und so ist es passiert, dass der Kurs innerhalb von kürzester Zeit fast 30% an Wert verloren hat. Was das bedeuten mag, wenn man einen riesen Stil einkauft, brauche ich euch nicht zu erklären. Das heißt, wir hatten gerade Sommerschlussverkauf für die ganzen Banken. Auch nicht schlecht. Okay. Ja, das also dazu. Ich halte das Ganze für sehr, sehr fragwürdig und das kommt oft oder daraus resultiert dann meine Meinung zu dem Ganzen. Ich bin natürlich großer Sympathisant der Kryptowährungen.
Ich empfehle euch allen, euch nicht von irgendwelchen Medienereignissen schockieren zu lassen oder euch irgendwie in eurer Anlage manipulieren zu lassen. Ihr solltet immer die Berichte von beiden Seiten auseinandernehmen, so wie ich das mache. Guckt euch mal auch so ein paar Sachen an, die zwischen den Zeilen stehen. Macht euch mal ein bisschen schlau darüber, wer ist zum Beispiel Jamie Dimon überhaupt, bevor man ihm einfach blind folgt. Und wenn man all das macht, wird man feststellen, dass der Bitcoin scheinbar jetzt gerade nur Opfer einer Masche geworden ist, in dem eben günstig eingekauft werden will. Ja, so ist meine Ansicht. Das heißt natürlich in der Schlussfolge, dass ich auf gar keinen Fall meine Bitcoin verkauft habe. Im Gegenteil, ich habe die Situation genutzt und bei diesen günstigen Einkaufspreisen, die wir im Laufe der Woche hatten, habe ich persönlich nachgekauft. Verschiedenste, also jetzt nicht nur den Bitcoin, verschiedenste Altcoins auch zum Beispiel Neo oder Omisego. Das sind also eigentlich die Coins, die gerade extrem im Verruf stehen, weil sie aus China kommen und China verbietet ja sowieso alles und naja, hin und her. Kurz gesagt, ich glaube gerade daran, dass diese Coins sich durchsetzen werden, weil China bis vor kurzem noch großer Sympathisant der Blockchain war. Ihr erinnert euch an mein N-Shares oder Neo-Video. Da haben die Chinesen sogar gesagt, wir nehmen Neo mit in unser Gesetz auf. Das heißt, es ist gesetzlich geschützt, dass wenn sich Chinesen dafür interessieren, dort anzulegen, dass ihr Geld auf gar keinen Fall komplett verschwinden kann, sondern es einen gesetzlichen Schutzmechanismus gibt. Warum sollte ein Staat das vor einem Monat tun und einen Monat später alles verbieten? Es ergibt keinen Sinn. Es geht mehr darum, dass ICOs reguliert werden sollen. Meine Meinung dazu ist, es ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Allerdings finde ich es falsch, dass die Regulierungen von einem Staat durchgeführt werden. Ich bin der Meinung, es sollte lieber von Ethereum als Plattform oder von Neo als Plattform, von den Herausgebern dieser Coins, sie sollten lieber diese Regulierung einführen und sollten zum Beispiel in ihren Smart Contracts gewisse Dinge vereinbaren. Und nur wenn man sich an diese Dinge hält, kann man diesen Vertrag mit Ethereum oder mit sonstiger Plattform schließen. Das wäre genau das gleiche Ergebnis, aber der Staat hätte nicht die Finger im Spiel. Das wäre die optimale Lösung. Naja, muss man mal abwarten. Trotzdem ist das Ganze ein bisschen überhyped. Ich glaube nicht, dass der Bitcoin oder all das ganze Vertrauen durch eine blöde Schlagzeile und eine Reaktion aus einem Land, das uns sehr, sehr fern liegt, nur weil es ein großer Playermarkt ist, dass wir automatisch gleich das gesamte Vertrauen in unsere Anlage verlieren. Ja, das wäre so, als wenn jetzt plötzlich, als der VW-Abgasskandal war, da ist die Aktie mega stark gefallen. Es gab einige schlaue Leute, die haben gesagt, der VW-Konzern ist viel zu groß, als dass der Skandal ihn töten würde, haben dann sehr, sehr günstig Aktien nachgekauft. Und ich habe persönlich in meinem Bekanntenkreis jemanden, der sehr, sehr viel Geld verdient hat mit diesem Abgasskandal und der Tatsache, dass er eben die VW-Aktien sehr, sehr günstig einkaufen konnte. Das heißt, wo die einen Panik bekommen, kriegen die anderen schon einen wässrigen Mund und freuen sich schon darauf, wenn man eben vom großen Ganzen überzeugt ist. Wenn ihr das nicht seid, weil ihr sagt, okay, der Bitcoin ist vielleicht nur eine Blase und ich selber weiß gar nicht so viel darüber, dann empfehle ich euch dringlichst nicht zu investieren. Investiert nicht blind, nur weil Alex oder sonstige Leute sowas machen, sondern seid überzeugt von eurem Investment und steht dahinter. Das heißt, wenn euch jemand fragt, wie konntet ihr so blöd sein, dann müsst ihr gerade stehen können, auch wenn es nicht gut läuft und sagen, das war nun mal meine Entscheidung. Ich hatte die und die Punkte, die mich dazu gestimmt haben und deshalb habe ich es gemacht. Ist ja blöd zu sagen, ja, habe ich gemacht, weil alle das gemacht haben. Ja, ich hoffe, soweit ist die kleine Moralpredigt hier durchgesickert. Also, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann investiert lieber gar nicht, als dass ihr dann sofort wieder panisch verkauft. Und was für Regeln es gibt beim Bitcoin-Anlegen, das zeige ich euch jetzt einmal. Da habe ich mir was rausgesucht und zwar die vier, ja, nennen wir sie einfach mal, häufigsten Fehler, die beim Bitcoin als Anlage passieren. Und zwar haben wir als allererstes, die Leute sind unentschlossen beim Kauf. Man kauft also eigentlich nur, weil andere das vormachen und nicht, weil man selber so will. Zweitens, weil man eben Angst hat und sich nicht sicher ist, kauft man im schlimmsten Fall vielleicht zu einem sehr, sehr guten Kurs viel zu wenig ein, weil man denkt, oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Und wenn es dann teurer wird und steigt, dann fangen die Leute an zu sagen, ach, hätte ich mal. Deshalb guckt euch an, was für ein Budget ihr euch setzt und kauft euch im Idealfall nicht an einem Tag von eurem Budget alles, sondern splittet das so ein bisschen auf, dass ihr im Idealfall vielleicht jede Woche einmal zu einem bestimmten Tag einkauft. Dann habt ihr über 4-5 Wochen hinweg einen guten Durchschnittspreis. Der dritte Punkt wäre, dass viele von euch, nicht euch persönlich, sondern viele von den Anlegern, dass die anfangen, sobald sie die ersten Gewinne einfahren, meinetwegen aus 3.000 Euro pro Bitcoin wurden jetzt 3.200, dass sie sich schon so doll freuen und direkt verkaufen, dass auch da wieder das große Ganze verloren geht. Denn unser Ziel ist ja langfristig mit der Kryptowelt Geld zu verdienen, mit der Kryptowelt Spaß zu haben und vielleicht sogar einen Beruf zu finden, der mit Kryptowelt zu tun hat.
Deshalb ist es schon wichtig, dass man da Ruhe bewahrt und im Großen und Ganzen den Bitcoin einfach als Langzeitinvestition ansieht und nicht sofort als Geldmacherei. Dann geht lieber Sportwetten tippen, wenn ihr kurz und knapp nach 2, 3 Tagen Geld verdienen wollt. Da ist vielleicht sogar die Wahrscheinlichkeit größer, als wenn man sich für irgendeine Anlage oder eine Aktie interessiert. Ja, das Letzte, das ist jetzt gerade in der letzten Woche stark aufgefallen, ist natürlich Panikverkäufe bei gefallenen Kursen. Sobald die Kurse gut laufen, fangen die Leute an, darüber nachzudenken, zu verkaufen. Und sobald es ein bisschen rot wird, fangen die meisten an, direkt Panik zu bekommen. Panikverkäufe sind menschlich, ist emotional, klar. Es gibt natürlich auch Gründe, wo es auch hin und wieder sinnvoll ist, auch mal zu verkaufen. Auf der anderen Seite ist es nicht sinnvoll, einfach zu verkaufen, weil gerade der Markt mal ein bisschen schlecht dasteht. Deshalb sage ich euch auch, ihr sollt bitte nicht mit eurem letzten Geld investieren, sondern nehmt meinetwegen, ihr habt jetzt 5.000 Euro gespart als Beispiel, nehmt meinetwegen 30% davon, 1.500 oder 1.600 Euro und investiert die. Ich bin mir sicher, dass ihr mit den 70 übrig gebliebenen Prozenten genug anstellen könnt, um zum Beispiel im Notfall mal die Waschmaschine reparieren zu lassen, das Auto reparieren zu lassen oder sonstiges. Nehmt nicht euer letztes Geld, weil dann schlaft ihr schlecht, dann habt ihr ein schlechtes Gefühl bei dem Ganzen und dann ist es auch ganz menschlich, dass ihr dann sofort verkauft, sobald euer letztes hart erarbeitetes Geld irgendwo auf dem Krypto-Account rumliegt. Ja, wenn ihr das nämlich macht, dass ihr mit Geld spekuliert, das euch nicht so direkt betrifft oder dass ihr auch ruhig mal liegen lassen könnt, dann braucht ihr auch keine Panik haben, weil dann habt ihr genug Zeit, um die Erholungsphase wieder mitzuerleben und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob es eventuell Sinn macht, die abzustoßen oder zu behalten. Das sind also die 4 Regeln oder die 4 häufigsten Fehler, die gemacht werden und automatisch auch Regeln, wie man es eben besser machen könnte. Und ich halte aktuell meine Coins. Ich bin davon überzeugt, dass zwar nicht alle, aber die allermeisten der Coins, die wir vor allem hier in den Top 10 sehen, dass das nicht irgendwelche Coins sind, sondern dass wir die in den nächsten Jahren auch noch sehen werden. Und um euch da so ein bisschen zu motivieren, habe ich schon im letzten Video kurz einmal gezeigt, wie sah es eigentlich letztes Jahr um die Zeit aus? Und glaubt mir, da waren genauso viele Skeptiker, genauso viele Zweifel und genauso viel Negatives. Vielleicht bevor ich euch das zeige, zeige ich euch mal beim Twitter-Account. Übrigens bin ich froh, viele von euch sind mir schon gefolgt, 44 Menschen sind gefolgt. Allerdings glaube ich, ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Kommt gerne mit in die Twitter-Community. Ich weiß, Twitter ist nicht jedermanns Sache, aber Twitter ist für mich einfach, weil ich rund um die Uhr schnell mal Informationen preisgeben kann und weil es sich nicht so verläuft, dass tausende Menschen kommentieren. Ich freue mich natürlich, wenn ihr eure Ideen dazugebt, aber es ist halt nicht so wie bei Facebook, wo ganz, ganz viele verschiedene Sachen gleichzeitig kommen. Da ist es mir manchmal schon fast zu viel Info. Allerdings wird Facebook auch folgen, nur erst einmal Step by Step. Diesmal fangen wir an mit Twitter und ich würde euch wirklich empfehlen, hier einfach mal einen Blick reinzuwerfen. Freue ich mich drauf. Ihr seht, es gibt manchmal witzige Sachen, wo ich irgendwelche Witze raushaue. Hier, mein Mann ist reich an Bitcoin, aber wenn er stirbt, wüsste ich nicht, wie ich die ausgeben kann. Ich habe keine Ahnung. Also typisch Frau. Darüber hinaus haben wir hier mal so ein Interview von dem McAfee, also einer der größten Software- oder Hardware-Entwickler, der ist ganz toll im Bitcoin-Geschäft eingestiegen und er greift zum Beispiel direkt den eben genannten Jamie Dimon, greift er direkt persönlich an, guckt es euch gerne mal an, das ist ein Video von CNBC, auch ziemlich cool. Und was ich euch vor allem zeigen wollte, hier ist mal zusammengefasst in diesem Beitrag. Der Bitcoin wurde schon 140 Mal totgeredet von verschiedenen Analystenhäusern. Hier seht ihr dann eben mal die Schlagzeile und ihr seht hier immer das Datum, wann das war. Und jetzt scrollen wir mal ein bisschen runter und gucken uns mal an, wie das zum Beispiel, gehen wir mal ruhig auf Seite 3, dann sehen wir, was letztes Jahr so los war. So. Im August 2016, Bitcoin-Brüder haben verloren. Warum Ethereum dazu verurteilt ist zu scheitern, ist Bitcoin ein Bluff und so weiter. Also ihr seht schon, jedes Mal verschiedene Häuser, meistens war es das Forbes Magazine oder auch direkt JP Morgan, die das Ganze direkt angreifen. Ihr seht auch immer den Link dazu, also guckt euch das gerne mal an, könnt ihr euch mal schlau machen und ihr seht also, so viele Menschen haben den schon totgeredet. So viel wurde dagegen unternommen, aber ich sage euch ehrlich, die Blockchain-Technologie ist sowas von überlegen und sowas von zukunftsträchtig. Da kann sonstiges Bankenhaus kommen. Meine Hoffnung nach werden die es nicht schaffen, unseren Bitcoin zu zerstören. Und demnach macht es mich nur froh, wenn wieder eine große Krise überwunden ist, weil es den Bitcoin wieder stärker macht. Ja, das also dazu. Jetzt wollt ihr euch noch einmal den kleinen Motivationsschub geben. Und zwar gucken wir uns mal historische Snapshots, so nennt sich das, an. Ich will jetzt mal nicht ganz so weit in die Vergangenheit. Wir können hier also jeden Monat aussuchen und in den letzten Jahren einfach hin und her gucken, wo standen eigentlich die Coins damals? Und ich habe schon gezeigt, wir haben letztes Mal
Heute ist der 17., also gehen wir mal auf den 18. September 2016, also heute 364 Tage vorher. Und da sehen wir mal, der Bitcoin stand bei 606 Dollar, Ethereum bei lächerlichen 12 Dollar. Der Ripple, guckt euch das mal an, der Ripple stand bei 0,0069 US-Dollar-Cent. Also wir haben nicht mal einen einzigen Cent damals bezahlen müssen für einen Ripple. Damals war noch nicht mal eine Milliarde Marktkapital da. Und das ist nicht mal ein Jahr her. Ja, und jetzt guckt euch Monero an, 9 Dollar. Ethereum Classic, 1 Dollar. Also wenn ihr das heute sehen würdet, würdet ihr die Leute für verrückt erklären, warum sie damals nicht zugegriffen haben. Nun, und auch damals gab es die Negativschlagzeilen und die ganzen Dinge, wo der Bitcoin für tot erklärt wurde. Die Leute, die standhaft geblieben sind, so wie ich, haben damals durch die Zeit einiges an Geld aufbauen können. Andere wiederum haben Panik gehabt und sich vielleicht komplett verabschiedet. Und wenn sie heute bei Ethereum einsteigen wollen, müssten sie den 20-fachen Wert zahlen. Schauen wir uns gerne auch nochmal einen zweiten an. Und zum Beispiel gehen wir mal jetzt in den, gehen wir mal in den Januar 2017, also Anfang diesen Jahres. Ungefähr wieder Mitte des Jahres. Bitcoin bei 819 Dollar. Das war dieses Jahr, im Januar. Also ich rede nicht von irgendwelchen 10-Jahres-Intervallen, ich rede von diesem Jahr. Ethereum bei 9 Dollar. Ja, also zieht es euch einfach mal rein, das sollte uns aber Mut geben, dass egal was passiert, dass die Coins sich weiterentwickeln, dass es egal für welchen Coin man sich aktuell entscheidet, fast bei jedem Coin so ist, dass er sich vermehrt an Wert und dass die Kurse steigen, ganz einfach aus dem Grund, weil das Thema immer spannender wird. Immer mehr Menschen interessieren sich für das Thema, zum Beispiel durch Kanäle wie mein, aber auch durch Kanäle wie zum Beispiel von Brandon Kelly oder auch von Julian Hosp. Das sind Menschen, die das Thema immer weiter in den Mittelpunkt schieben. Und ich glaube fest daran, dass wir langfristig gesehen alle sehr, sehr stark davon partizipieren werden, dass wir uns jetzt schon mit dem Krypto-Thema beschäftigen. Und lasst euch nicht von JP Morgan oder sonstigen Leuten da reinreden. Ich war bisher nie so, dass ich Emotionen reinbringe in meine Videos. Aber ich finde, es ist langsam angebracht, mal ein bisschen den Mund aufzumachen und einfach auch mal ganz klar zu zeigen, Leute, ihr könnt erzählen, was ihr wollt, ihr könnt reden, was ihr wollt. Ihr werdet den Bitcoin und die Blockchain vor allem nicht überwinden. Und in dem Sinne bin ich jetzt auch schon durch mit meinem Vortrag. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich ein bisschen emotionaler war heute. Aber es ist wichtig, dass ihr auch mal ein bisschen meine Meinung raushört und nicht nur immer irgendwelche Zahlen, Daten und Fakten, die ich präsentiere. Ich freue mich, euch auf Twitter wiederzusehen. Mal sehen, ob wir von 44 Followern bis zum nächsten Wochenreport auf 100 kommen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen richtig, richtig geilen Abend und bis bald. Ciao!